Die Temperaturen werden sommerlicher, die Sonne wird kräftiger. Was sind die großen Gefahren für die Haut bei zu langem Aufenthalt in der Sonne? Gut, man muss unterscheiden zwischen akuten Schäden, die auftreten können, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal an sich selbst bemerkt hat, nämlich der Sonnenbrand. Aber noch gefährlicher ist eben der chronische Sonnenschaden, der auftreten kann. Und den bemerkt man meist erst so nach 10, 20 Jahren chronischer Sonnenexposition. Das heißt, es können eben Vorstufen von Hautkrebs auftreten. Es kann Hautkrebs auftreten. Dort unterscheiden wir Dermatologen in weißen Hautkrebs und schwarzen Hautkrebs, wobei der weiße Hautkrebs viel häufiger als der schwarze Hautkrebs ist. Das sind alles Formen, die eben bei zu langer Sonnenbelastung auftreten können. Wie kann ich nun Sonnenbaden, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen? Oder wie werde ich braun, ohne dabei die Haut zu strapazieren? Also es gibt allgemeine Verhaltensregeln, die jeder beachten sollte. Man sollte grundsätzlich zwischen 11 und 16 Uhr sich nicht in die pralle Sonne legen. Dann kommt es natürlich darauf an, welcher Hauttyp man ist. Wenn man ein sehr heller Hauttyp ist, das heißt rothaarig, dann kriegt man ohne Sonnenschutz bereits nach 3 Minuten einen Sonnenbrand. Das heißt, man muss je nach Hauttyp einen Sonnenschutzfaktor auftragen. Das Wichtigste ist aber trotz allem auch der textile Sonnenschutz. Also Stellen wie der Kopf oder die Ohren müssen geschützt sein. Da ist es am besten, einen Hut zu tragen. Bei hellem Hauttyp ist es gut, immer Textilien zu tragen, eben zumindest ein T-Shirt, weil bisher geht die Wissenschaft davon aus, dass trotz Eincremen mit Sonnenschutzmitteln sich auch ein weißer Hautkrebs entwickeln kann. Wie ist es jetzt, wenn ich einen Sonnenbrand habe? Kann nun Sonnenbrand Auslöser für Hautkrebs sein? Der Sonnenbrand ist eher eine akute Entzündungsreaktion der Haut. Natürlich weiß man, wenn man häufig Sonnenbrände hat, dann werden sozusagen unsere körpereigenen Reparaturmechanismen überfordert und es kann die Gefahr erhöht sein, einen Hautkrebs zu entwickeln. Aber viel gefährlicher sind eben die Sonnenschäden, die man nicht sofort merkt. Also die UVA-Strahlung, die ist für 80% auch der Hautalterung verantwortlich und eben auch für die Entwicklung von weißem Hautkrebs. Und die führt nicht zu einem Sonnenbrand, aber eben in 10 bis 20 Jahren zu diesen Spätsonnenschäden. Wenn ich der Sonne ausgesetzt bin, muss ich Muttermale besonders schützen? Sollte man auf jeden Fall, weil man weiß, dass sich eben Pigmentmale durch Sonnenbelastung verändern können. Das muss nicht zu einem schwarzen Hautkrebs kommen, das kann aber. Und dementsprechend sollte man die auch besonders schützen.